hinter mir, sticht mir den Rücken. Dämlich war das denn? Aber das ist interessant, dass er anscheinend das Interesse verliert, wenn man hinter dem Haus steht. Könnte ich vielleicht doch mal mit dem Pferd nach oben springen? Lemur Krüppelt! Hallo! Entschuldigung, deine Schwester ist dein Lieblingsonkel. Ach Jinx, ich fand das übrigens total witzig, als der Brian ja gestern meinte, keine Hose... Kein Stress oder wie hieß das? Weiß ich nicht mehr. Fand ich übelst lustig. Du hast ja dieses Motto dann von ihm gemerkt. Und hast es gleich auch bei Discord reingeschrieben als Nachricht. Das fand ich übelst witzig. Keine Hose, kein Problem. Genau. Das fand ich übelst gut. Das ist ein sehr, sehr gutes Motto. Auch sehr, sehr gutes Motto. Ey, wir haben vor allen Dingen den einmal eben richtig gut mit der anderen Attacke gehabt. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir den Run verkackt haben. Ich wollte halt in Nahkampf gehen, anstatt auf Fernkampf. Das war ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das vielleicht mein Fehler war. Kann ich schon vorher den ganzen Zaun kaputt machen? Ja, ist schon ein bisschen prepared hier. Okay, Runenbogen und dann... Ich will nochmal das mit dem Blutfeld machen. Da haben wir schon so viel von in Benutzung. Kannst du mir mal sagen, warum die Dinger rausgehen? Ist er zu weit weg oder was? Hä, was ist das für eine Scheiße? Ach, das geht nur, wenn er das will. Okay. Ja, das macht natürlich Sinn. Wäre halt witzig gewesen, ne? Wo ist er denn? Nach da hinten. Obwohl, warte mal. Vielleicht brauche ich dann einfach nochmal das Fett hier drauf.
manchmal und manchmal nicht. Der läuft ja auch nach einer Zeit aus, oder? Jetzt hätte ich theoretisch einmal mehr Mana gebraucht, tatsächlich. Okay, ich will noch einmal versuchen. Aller gute Dinge sind drei, Leute. Wir haben ja erst drei Versuche. Aber ich mag das, wenn die herausfordernd sind. Ich mag das, immer wieder zu probieren und daran zu wachsen oder neue Sachen auszuprobieren, neue Strategien. Das ist wie ein Junkie. Gar nicht. Ich bin kein Junkie. Vielleicht ein bisschen. Minimal. Ich habe halt auch überlegt, ob ich am Anfang eher ein bisschen... Da steht ja auch, man soll Magie probieren. Ich weiß halt nicht, ob dann Magiefett am effektivsten ist. Das Blutfett können wir halt selber herstellen. Darum, das ist nicht so schlimm, wenn wir das verschwenden. Ist jetzt nicht so das Problem. Aber so knapp, wie es einmal war, das haben wir jetzt... Das war jetzt eben, da haben auch nur ein paar Schläge gefehlt. Das war auch nicht so. Aber ich verstehe halt manchmal mit diesem Schwertwurf nicht. Manchmal, da macht er mich sofort. Und manchmal nicht. Das finde ich irgendwie verwirrend. Keine Ausdauer. Da verkacke ich denn, weil ich keine Ausdauer habe. Wenn ich das mal schaffe, dass ich ihn so silence. Scheiße, jetzt habe ich mein Schwert weggesteckt. Bin ich? Wie er sich da aber auch immer rausfinden kann, das ist echt der Wahnsinn. Wo ist er? Ach, da hinten. Okay. Frau Mann sagt dazu, die PUIs runterkloppen. Soweit ich erinnere, habe ich Sarunbogen so lange aktiv, solange du lebst. Ah, okay. Ja, schade. Nee, ich gib's auf. Ich bin, glaube ich, auch nicht so gut. Ich glaube, ich gehe erst im Dings noch einmal, aber ich glaube, wenn wir einmal leveln auf Stärke vielleicht, damit wir ein bisschen mehr Damage machen. Obwohl ich sagen muss, hier fehlt mir tatsächlich auch der Punkt, dass ich ein bisschen Ausdauer habe. Das fehlt mir tatsächlich hier, muss ich sagen. Also vielleicht sollte man, glaube ich, gar nicht das nutzen, dass wir halt mehr Schaden bekommen, sondern da Ausdauer. Weil wir haben ihn einmal so ausgenockt gehabt und dann habe ich keine Ausdauer mehr gehabt. Das ist sehr unglücklich dann.
da irgendwie was zu machen. Wir gehen hier oben weiter. Ich weiß tatsächlich nicht mehr wo. Untere Hauptstadtkapelle war es da? Mal gucken. Ja, aber es ist ja schon ein bisschen süchtig machend, ne? Ich muss halt auch ehrlich sagen, Elden Ring hat für mich absolut alles richtig gemacht von dem Game. Die sind nicht umsonst nominiert zum besten Spiel des Jahres. Ich finde einfach diese Abwechslung zwischen, du kannst einen Boss klatschen und du kannst Sachen erkunden, du kannst bestimmte Sachen entdecken, aber auch storymäßig was machen oder einfach nur leveln. Ich finde, das haben sie so geil gemacht. Also das ist so eine Abwechslung aus geiler Spielgeschichte, geile Kämpfe. Ich finde es... Ey Leute, ohne Scheiß, bevor wir hier kämpfen, ich muss meinen Vorhang zumachen. Ich sehe sonst nicht. Hallöchen Santos! Ich sehe sonst... Das ist keine Ausrede. Es ist heute so hell bei uns. Ich sehe sonst einfach nichts. Muss das leider... zumachen, sonst kann ich hier nichts erkennen vom Game. Aber das ist natürlich der Kacke für den Greenscreen, ne? Oh, ich hasse mein Leben. Leute, ich habe heute übrigens lange Männer an. Kennt das jemand von euch? Lange Männer? Die habe ich dem Chris geklaut. Heute keine Jogginghose und keine, wie heißt das? Nicht Strumpfhose. Doch, nichts anderes heute. Lange Männer. Lange Männer. Gutes Wetter, der Feind eines jeden Gamers. Ja, bei mir ist das halt besonders scheiße, weil ich habe dann immer Probleme mit meinem Greenscreen. Ich habe so schon immer Probleme mit meinem Greenscreen. Aber es ist halt eigentlich schön am Winter, dass es halt draußen ein bisschen dunkler ist. Wenn dann die Sonne scheint, dann muss ich hier halt alles verrammeln. Apropos verrammeln, ich wollte ja eigentlich... Alter, du Hund! Ich wollte es ja eigentlich so machen. Ich wollte ja eigentlich noch Vorhänge. Alter, der Kleine macht mich einfach platt. Ich wollte mir eigentlich noch so eine Vorhänge holen. So ein großes, langes, schwarzes Rollo. Das muss ich mal noch machen. Aber das ist halt hier so richtig krass dunkel drin. Also der ist krass. Mit seinem Piu, 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 Piu. Und dann sein... Muss halt erstmal ein bisschen warm werden. Vielleicht ist das heute auch so ein Tag, wo ich einfach schlecht spiele. Kann ja auch sein. Probably yes. Und Chris bekommt einfach deine Strumpfhose. Ja, das war das Lustige, als wir den Baum holen gegangen sind. Da hat er mich gefragt, hast du die langen Männer angezogen? Ich so, ja. Und er, ja, ich suche auch noch meine Strumpfhosen. Ich so, wait, what? Auf einmal so mega stark geworden, dieses Gebiet? Bin ich heute nur einfach mega schlecht? Ja! Hä? What the fuck? Vielleicht bin ich auch noch nicht ganz wach. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Kopfschmerzen. Ohne mich da jetzt großartig rauszureden. Oh, das liegt an der Rüstung. Aber wir sind doch ja gestern die ganze Zeit mit der Rüstung herumgerannt, oder? Ich bin ein bisschen konfus. Sind wir hier überhaupt lang? Ja, ich glaube schon. Ich meine, wir hätten auch in dem anderen Gebiet runterkommen können. Aber hier können wir wenigstens noch ein bisschen leveln und farmen. Und Runen sammeln. Why not? Why not? Gegen den zu kämpfen finde ich auch immer schwer, muss ich sagen. Ihm jetzt nicht einmal Damage gegeben.
Warum macht der sich bei sich selbst kein Damage? Das ist ja ein Traitor, würde ich sagen. Verräter ins B. Ich habe das den auch erstmal ausgelassen, aber ich schreib's dir auf. Nee, ich muss mir so sie aufschreiben. Ich merke mir das. Ich habe doch hier ein Köpfchen. Aber ich habe gesehen gehabt, du hast ihn ein paar Mal probiert, aber es hat, glaube ich, auch bei dir nicht funktioniert gehabt. Ja, es ist halt manchmal so. Manchmal hat man dann halt einfach. Die Gegner kriegt man halt einfach nicht platt. Aber wie gesagt, das ist das Schöne hier an dem Game. Du kannst halt immer wieder hier auch herkommen, ne? Da im Innenhof waren wir schon, oder? Hier rechts hoch wollte ich ja. Digga, nein, nein, nein. Shut up. Hast du schon Gäste ausprobiert? Allein in diesem Monat haben wir 4 neue Funktionen eingeführt. Ich finde das so weird, dass ich für dieses Gäster die Möglichkeit habe, das auszutesten. Weil ich ja auch so viel mit meiner Community gerne im Voice bin. Und das auch ein Themenschwerpunkt meines Streams ist. Ich finde, sie sollten, wenn sie bei Twitch irgendwelche Features hinzufügen, das auch auf die Streamer anwenden, zu denen das passt. Und nicht so ein Bullshit machen. Weil was bringt mir das, das auszutesten? Können sie so bei Talkshows machen oder sowas. Fuck, jetzt nimmt er das wieder. Das Schwert war schon besser. Der Bogen. Kann er den Bogen bitte wieder nehmen? Ha, wir machen Trick 17. Ha, er macht auch Trick 17. Er weicht einfach aus, blöde Sau. Müssten wir ihm nur Headshot-Damage geben gerade. Aber er hat wahrscheinlich einen guten Helm. Da wollte er gerade Take on Me auf seiner Tröte spielen. Take on me. Und siegten. Juhu! Hallo Twitch-Penner! Ey, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, bei dir ist alles Röschen im Höschen. Okay, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Oh, nee. Was ist hier passiert? Wer hat den denn umgebracht? Wer war das denn? Wo ist er hin? Ich weiß ja gar nicht mehr, wo er hin ist. Schlagen wir schön von hinten eins. In die Fräse. En garde! Knie nieder! Du blödes Wesen. Sehr gut. Was steht hier? Packung voraus. Ja, ja. Da steht auch noch einer. Der hat auch ein Schild, aber nur ein einhändiges. Da steht ja auch noch einer. Ach du heilige Scheiße. Ah nee, das ist das zweihändige. Oh no. I hate it.
einfachen. Oh! Hallo! Ah, wer seid ihr denn? Nein, nicht mit sowas werfen, bitte. Oh nee, jetzt hat der andere das mitgekriegt. Du blöder Arsch, du hast verraten. Ich hätte gern schon den 6.6. Warum, was ist der? Das ist der Hochzeitstag meiner Mutter. Und meinem Vater, woher weißt du das? Oder haben die am 6.6.? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ah, ich glaube schon. Kniet nieder, Fürstin Elden-Evi ist am Start. Elden-Evi. Elden-Evi finde ich auch geil. Was Unglaubliches voraus, daher Gnade anbieten. Geil, eine befleckte goldene Sonnenblume. Oh, nein! Ih, da liegt so ein ekliger Löwe. Nee, Digga, da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Widerlich. Und wahrscheinlich ohne Geist, ne? Besessenes Wesen voraus. Ja, ciao, scheiß auf die Sachen da. Ich kämpfe lieber gegen die Leute hier. Was ist das hier unten? Was passiert? Oh, da liegt noch was. Auf dem Dach da drauf. Komme ich denn da hin? Mit dem Pferd? Nee, kann ich nicht nutzen. Das kam mir gerade so in den Sinn. Hab mir das neue Diablo vorbestellt. Das kommt dann raus. Diablo. Ich habe bisher noch gar nichts von Diablo gespielt. Ist es gut? Kann man das spielen? Aber da stehen halt noch zwei andere, ne? Ich habe aber nichts zum Rauslocken, das ist das Problem. Wenn ich mich zeige, sieht er mich ja, ne? Komm. Also gegen die Bestie, ich weiß nicht, ob ich gegen die Bestie kämpfen will, wenn ich ehrlich bin. Die ist mir schon echt ein bisschen too strong. Boris, die Bestie. Warum sind hier so viele Bluttropfen? Wer ist hier erst gestorben? Was ist das eigentlich für ein riesengroßes, komisches Ding? So umwickelt mit irgendwas. Sieht aus wie ein riesengroßer Speer. Aber die Nie-Vorbestellt-Regel? Da gibt es eine Nie-Vorbestellt-Regel? Ich muss sagen, ich habe mir das Harry Potter vorbestellt. Das habe ich mir schon gegönnt vor ein paar Monaten. Kann man spielen, kostet aber 70 Euro. Gibt es auch für die Xbox. Aber ich weiß nicht, Diablo? Ist das für die Xbox gibt, das weiß ich. Ah, der kommt sogar schon angepimmelt. Das sind ja nur die einfachen. Easy peasy, lame and squeezy. Die hauen wir ja mit zwei Stücken weg. Ey Leute, dass ich die 40.000 Runen da vorhin verkackt habe, ey. Wie dumm bin ich bitte? Alter, du Schwanzus! Du bist ein Schwanzus! Schwanzus Longus! Da drin wird irgendwas Großes sein, glaube ich. Ah, da ist gar nichts drin. Ja, nice. Was hier? Links, wo links? Wollten wir nicht eigentlich rechts nach? Oh nee, ich kann nur rechts nach oben, wenn ich an der Bestie vorbeigehe? Nee, das ist eine ganz andere Treppe.
links eigentlich hin? Hallo, entschuldigen Sie bitte, darf ich mal einmal kurz nach links laufen, ohne dass Sie mich angreifen? Okay, schlechte Idee. Nicht? Klappt nicht? Komm. Komm, aber lass deinen Freund bitte dort. Warum immer Hund? Finger in Loch. Das finde ich immer noch als beste Nachricht, wirklich. Obwohl ich sagen muss, ich war gestern enttäuscht. Es hätte sich gestern einmal angeboten. Und da hat jemand das nicht geschrieben. Das fand ich enttäuschend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich... Wir hätten das hinlegen müssen. Hier vorne könnten wir das auch hinlegen, ne? Oder ist das... Ah, ne, hier ist falsch rum. Schade. Müsste man das von der anderen Seite machen. Ich glaube, Elden Ring war das einzige Game der letzten Jahre, welches zum Release schon gut spielbar war von den AAA-Titeln. Warum habe ich X gedrückt? Komische Dinge passieren hier. Ja, aber ich kann es auch verstehen, wenn man Sachen... Also, muss ehrlich sagen, lieber habe ich ein Spiel, was dann eher verschoben wird und dass es dann halt ganz fertig ist, anstatt man dann irgendwie sagt, ja, man patcht dann 3000 Sachen noch nach. Ach, hier am Wagen hätten wir auch hochgehen können? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt haben die Schutzschilde, wa? Wow, wow, wow. Okay, dass der das hat, ist semi-nice. Das hält auch immer nur eine bestimmte Weise. Okay, das ist auch geil. I'm not here. Ich bin ganz versteckt. Wieso kommt der Ritter denn jetzt wieder zurück? Nee. Hä? Er hatte gar keinen Grund, dass er zurückkommt. Und er kommt einfach wieder. Was ist er für ein doofer Sack? Lilly hatte gerade die Real-Verfilmung von Schlümpfe geschaut. Die sehen so gruselig aus. Ja, das muss ich auch sagen. Das finde ich auch sehr gruselig. Das würde ich mir, glaube ich, auch nicht angucken. Geste voraus. Nee, Schmiedestein voraus. Lügner! Wo war denn der, der Flöte gespielt hat? Der stand doch hier irgendwo. Das fand ich auch mega cool, dass man halt hier so Sachen zwischendrin entdeckt. Der stand, glaube ich, hier links, ne? Das finde ich so geil gemacht. Das ist wie, als wir auf der einen Karte da rumgelaufen sind, auf einmal die Fledermaus da gesungen hat. Das fand ich übelst geil. Naja, er spielt perfekt zur Hintergrundmelodie. Den haben wir gestern aus Versehen getötet. Da habe ich zu spät mitbekommen gehabt, dass er flötet. Traumhaft. Traumhaft schön, diese Details. Also wirklich. Kuss. Kuss für das Spiel. Wirklich. Muss man ehrlich sagen. Ist das eine Trap hier oder was? Etwas Unglaubliches voraus. Eine goldene Rune 8.
Ja.